Natürlich dann alles, gell? Dann bereit. Große Aufgabe, Premiere für Jenas neuen Trainer Patrick Sander im Pokal gegen Altenburg. Dazu das Westsachsen-Derby Auerbach gegen den CFC. Er sei ein Mann für die schwierigen Fälle. Das sagte Patrick Sander bei seiner Amtseinführung am Montag als Trainer des FC Carl Zeiss Jena, derzeit Tabellenletzter der dritten Liga. Über ihn sagt man, er sei ein harter Hund, er fordert Disziplin rigoros ein und legt Wert auf ein gutes Abwehrverhalten. Ingo Hane wollte mehr wissen über den Quedlinburger, der in 5 Tagen seinen 51. Geburtstag begeht. Und er traf einen Mann, der tat. Arbeitsantritt für Patrick Sander. Die Herausforderung ist ihm ins Gesicht geschrieben, doch sowas liebt er ja. Leichte Aufgaben kann jeder erledigen. Jena ist Tabellenletzter. Die Schießbude der Liga. 34 Gegentore, magere 10 Punkte. Ein schwerer Fall. Aber nicht hoffnungslos. Ich sehe schon Potenzial in dieser ganzen Mannschaft. Wenn man sich einzelne Namen anguckt, dann ist das schon in Ordnung. Da sind da gute Fußballer bei. Nur einzelne Fußballer bringen keine gute Mannschaft zustande. Und man muss ein Gefüge bilden. Man muss auch vielleicht einzelne Egoismen zurückschrauben, um daraus eine Mannschaft zu formen. Das ist unsere Aufgabe. Wir waren 2 Tage beim Training, wollten sehen, wie der 50-Jährige das Problem Carl Zeiss Jena angeht. Zunächst aber wollen wir wissen, wer ist dieser Sander eigentlich? Wie kam er zum Fußball? Mein Vater war ebenfalls Fußballer und dann lag das in der Natur der Sache, dass man da auch dem Runden nachjagt. Quedlinburg. In seiner Heimat eifert er dem Vater nach. Immer nach der Schule im Stadtpark. Sein Abitur macht er trotzdem mit 1. Ein Musterschüler. Ich habe mich darauf konzentriert, genau die, ich weiß gar nicht, wie es damals war, 7 Einsen oder 8 Einsen zu haben, die man brauchte. Und der Rest waren 2. Das war für mich wichtig, weil dann ehrgeizig bin ich dann schon, aber ich bin kein Streber. Seine Willensstärke zahlt sich aus. Sander stürmt bis in die Oberliga zu Energie Cottbus. In 80 Spielen macht er 27 Tore. 2004 ist er dann Trainer und wieder in Cottbus und erlebt ein Trauma. Im Spiel gegen Aue explodiert eine Rakete, Sander erleidet einen Hörschaden. Es ist eine Geschichte gewesen, die unfassbar war eigentlich und die ich, glaube ich, auch mir nie hätte vorstellen können. Doch aufgeben würde er nie. Ein Jahr später führt Sander Cottbus wieder in die erste Liga. Zurück in Jena beim Training. Patrick Sander betreibt zunächst Ursachenforschung. Er hört zu, von neuem Personal will er erstmal nichts wissen. Sie haben erstmal mein Vertrauen. Wir wollen da gemeinsam raus und auf dem Weg dahin wollen wir jeden mitnehmen. Und dann lässt er Kondition bolzen. Die vielleicht größte Schwäche glaubt Patrick Sander. Wenn er das ändert, soll Abstiegskampf bald kein Thema mehr sein. Da ist er optimistisch. Tja, die Fitness hat der neue Mann also als das große Defizit ausgemacht. Müssen die Carl Zeiss Spieler heute in dem Pokalspiel gegen Altenburg also nur rennen, Michael Drivenstedt? Ja, Rennen und Laufen wird sicherlich ein großes Thema sein in den nächsten Wochen. Aber das ist natürlich nichts Ungewöhnliches. Fußball ist schließlich ein Laufsport. Es geht auch darum, aus Sicht des neuen Trainers Patrick Sander die Stellschraube anzuziehen Richtung Spielkultur, Spielstruktur. Wir haben das Pensum angezogen, wir haben im vielen Grundlagenbereich gearbeitet, haben auch im Kraftbereich gearbeitet, wollen darin aber jetzt nicht keine Eintagsfliege sehen, sondern wollen das schon eine gewisse Kontinuität reinkriegen, dass man auch strukturell arbeitet, dass man Laufwege sieht, dass man Passwege sieht, dass sich Pärchen bilden und was ganz wichtig ist, dass wir nicht als 11 Einzelspieler auf dem Platz rumrennen, sondern als Mannschaft. Soweit also der neue Trainer des FC Carl Zeiss Jena, Patrick Sander. Wir wollen aber den Gastgeber, Motor Altenburg, natürlich nicht vergessen. 2. in der Verbandsliga, 6. Ligist, das Spiel des Jahres natürlich. Es geht um den Einzug ins Halbfinale im Thüringen-Pokal. Und das wäre natürlich ein riesengroßes Ding. Wie es ausgeht, wir werden sehen. Und damit zurück ins Studio nach Leipzig. Ja, danke, Michael. Ein Jahr später führt Sander.